Es sah aus wie ein normaler Gottesdienst und gleichzeitig war es mehr. Denn auch wenn klar war, dass der Papst nicht genau am Bischofsgeburtstag das Rücktrittsgesuch annehmen würde, an diesem Tag gingen viele gute Wünsche schon in die nahe Zukunft. Alles Gute, vor allem ein bisschen ruhigere Zeit, Gesundheit und dass er endlich mal machen kann, was er will und nicht nur von Terminen gehetzt wird. Das wünsche ich ihm. Eine schöne Zeit in Dresden, wo er dann danach eben jetzt hinziehen wird. Ich wünsche ihm natürlich Gottes Segen und für seine zukünftige Gemeinde und Aufgabe alles Gute. Dass er ja einfach ja, sein Leben dann noch in seinem Sinne gestalten kann und der Kirche dann im Gebet und in seinem Ruhestand halt mithelfen kann und wirken kann. Ganz so weit ist es noch nicht, doch auch in der Predigt wurde das Thema Ruhestand nicht ausgespart. Lieber Bischof Konrad, du wirst das Amt, unser Bistum zu leiten, bald in die Hand des Papstes zurücklegen und ein neuer Lebensabschnitt fängt an. Doch die Frage Jesu nach deiner Liebe zu ihm, sie stellt sich weiter und wird immer tiefer. Denn du bleibst ja Diakon, Priester und Bischof. Denn das alles bleibt man auch im Ruhestand, auch wenn man dann eben nicht mehr Bischof von Augsburg ist. Doch das liegt noch in der Zukunft. Die Menschen im Dom erlebten einen stimmungsvollen Gottesdienst mit feinen persönlichen Akzenten. Das während der Kommunion gespielte Musikstück »Hör mein Gebet« von Mendelssohn Bartholdy spielte nicht irgendwer, sondern der persönliche Sekretär des Bischofs. Konrad Staser ist seit jeher ein Mann gewesen, dem die Liturgie sehr wichtig ist. Dass man gewissermaßen so einen Extrakt erfährt von der geraden Zuneigung vieler, verschiedener und hier auch bestätigt wird darin, worin das Eigentliche liegt, bei dem ganzen Stimmengewirr und Getöse und bei den durchaus bedenklichen Entwicklungen, die man da und dort feststellt. Aber es bestätigt und bestärkt einen auch in der Zuversicht, eben, dass die Zukunft in Gottes Hand liegt. Nach der Heiligen Messe gab es nicht wenige, die Konrad Staser die Hand drücken wollten. Und natürlich ließ sich nicht verhindern, dass nach 9 Jahren Bischofsdienst in Augsburg auch hier der Abschied schon in der Luft lag. Eine Gratulantin hat gerade zu ihm gesagt, Sie sehen so aus wie vor 9 Jahren am ersten Tag als Bischof von Augsburg. Und ich habe darauf geantwortet, also war es doch nicht so anstrengend. Aber ja, dazwischen ist die Wahrheit. Es ist nicht bekannt, wann genau der Papst Bischof Konrad in den Ruhestand schickt, doch die Einladungen für den Abschiedsgottesdienst in einem Monat sind schon verschickt.